München im Sportfieber. Das hat jetzt weniger was mit Vancouver oder Fußball, WM, EM zu tun. Nein, in München findet diese Woche die ISPO statt, die internationale Sportartikelmesse. Viel Neues in diesem Jahr, wir haben unser Live-Reporter-Team hingeschickt. Neu sind übrigens nicht nur Sportgeräte, Sporttrends. Neu ist auch ein Schwerpunkt, mit dem man auf der ISPO gar nicht rechnet. Anja, was ist denn das, dieses neue Thema? Dieses neue Thema ist eigentlich gar nicht zu neuer Nette. Es ist Umweltschutz mehr oder weniger. Kann man ganz schön sehen an diesen Skiern. Die sind aus Holz, zumindest zum größten Teil. Wunderschön gemacht, kunstvoll, aber nicht nur schön, sondern gehören hier zu den Top 10 Ökoprodukten. Herr Schellhammer, was macht diesen Ski jetzt so umweltfreundlich? Das Besondere an diesem Ski ist, dass er komplett aus Holz und unter Verzicht auf alle ökologisch bedenklichen Materialien wie Carbon oder Kunststoff gefertigt ist. Hier ist sogar die Rückseite, also der Belag, aus dem recycelten Material hergestellt. Also Holz geht nicht, aber trotzdem umweltfreundlich. Es gibt noch mehr Produkte, zum Beispiel hier diese Taschen, der Handschuh, aber auch diese peppige Fließjacke. Die sieht ja sehr modern aus, aber alle Produkte haben eins gemeinsam, sie bestehen eigentlich komplett aus solchen PET-Flaschen. Sprich, was macht die jetzt so umweltfreundlich, dass sie hier im Eco-Village Platz finden? Das Besondere an diesen Produkten ist, dass sie in einen Kreislauf integriert sind. Das heißt, aus dieser PET-Flasche kann eine Tasche werden, aus der Tasche wieder eine PET-Flasche und so weiter. Ist das der neue Trend, diese Umweltfreundlichkeit bei den Sportartikelherstellern? Wir gehen davon aus, dass es kein Trend ist, sondern die Basis in der Zukunft sein wird für die Herstellung von Sportprodukten. Also ein neuer Trend, die natürlichen Produkte, natürlich hergestellten, aber es gibt natürlich noch viele andere neue Trends. Weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch hier auf der ISPO. Schließlich muss man ja irgendwie auffallen in diesem Dschungel der Angebote. Eben ein bisschen anders sein als die Konkurrenz. Cooler, lässiger, hipper. Einfach nur die Kleider auf den Ständer oder die Ski an die Wand hängen, das reicht längst nicht mehr. Die ISPO ist ein Schönheitswettbewerb geworden. Die großen Anbieter bauen prunkvolle Pavillons. Die Marktanteile spiegeln sich wieder in Quadratmetern Ausstellungsfläche. Auf der ISPO entscheidet sich schon heute, was im kommenden Winter in den Läden liegt. Wer hier Erfolg hat bei den Händlern aus aller Welt, der kann auf ein gutes Jahr hoffen. Und zwischen all den Branchengrößen versuchen viele Kleine, sich ihre Nische zu sichern. Egal ob mit Skisimulator oder Designbrettern made in USA. Die Ski werden nicht nur bunter, sondern immer noch breiter. Und die Helme sind längst Modeartikel. Und dann sind da noch unsere Lieblinge, die Ideen schmieden. Hier zum Beispiel die neueste Ausgabe des Firngleiters oder die Freeline Skates für besonders Standfeste. Der rasante Edelholzschlitten aus der Schweiz für sportliches Surfen im Schnee. Oder das Gauss Wheel für moderne Einradfahrer. Bei so vielen Neuheiten wirken die coolen Jungs mit ihren Skateboards fast schon ein bisschen altmodisch. Ja, natürlich ist auch viel Bewegung drin auf einer Messe, die sich rund ums Thema Sport dreht. Wir haben hier ganz unglaublich lustige Geräte auch am Start. Zum Beispiel Uschi Diesel kommt gerade angefahren, die ehemalige Olympiasiegerin im Biathlon. Frau Diesel, was ist das, was Sie da fahren? Es ist kein Fahrrad. Nein, das ist ein mobiler Crosstrainer und es macht riesig Spaß, damit zu fahren. Da kann man auf dem Kiesweg im Park überall damit fahren. Das ist, macht richtig Spaß und vor allem ist es auch richtig anstrengend. Also wenn man damit mal eine halbe Stunde unterwegs ist, dann spürt man die Arme und Beine ganz gewaltig. Also das ist auch wirklich richtig Training und man verbrennt viele Kalorien dabei. Ist richtig gut. Sie sind ja jetzt nicht mehr aktiv im Leistungssport, aber immer noch sehr sportlich, wie man sieht. Fehlt Ihnen denn der Leistungssport, des Biathlon, ein bisschen, gerade wenn jetzt die Olympischen Winterspiele vor der Tür stehen? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe daheim jetzt im Moment schöne Langlaufbedingungen. Ich gehe viel langlaufen, bin so viel draußen, aber Wettkampf fehlt mir gar nicht mehr.
Und Sie haben viel Spaß mit Ihrer kleinen Tochter. Steht die auch schon auf Skier? Ja, eben. Also das ist jetzt das Neueste. Die hat jetzt Langlaufski den Winter gekriegt und sie möchte natürlich jeden Tag mal raus. Da sind wir eine Stunde für 500 Meter unterwegs, aber sie findet es immer wieder toll. Uschi Diesel, vielen Dank. Wir wollen Sie nicht aufhalten. Sie haben viele Termine auf der ISPO noch. Viel Spaß mit dem Freecross. Ja, und wir sind in der New Brand Awards Halle. Da sind ganz viele neue Innovationen, die teilweise erstmalig vorgestellt werden hier. Der Andi ist Skilehrer und der steht hier auf Skiern in seinen Skischuhen. Was ist da das Besondere daran? Also das ist ein persönliches Coaching-System für den Skifahrer. Es nennt sich SkiGo. Es sind Einlegesohlen im Skischuh drin, die die Belastungsverteilung messen und dann per Funk an dieses Terminal hier senden, aus dem dann ein Feedback-Signal kommt über einen Kopfhörer, den man sich dann einseitig während dem Skifahren ins Ohr stecken. Das heißt, dann braucht man eigentlich einen Skilehrer wie Sie jetzt gar nicht mehr. Da reicht so ein System. Nein, ich schaufel mir nicht mein eigenes Grab. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, wir wollen den Skilehrer nicht ersetzen. Wir wollen ihm eine Hilfestellung geben und eine Unterstützung geben. Der Schüler steht im Mittelpunkt und darum geht es dann auch beim Skikurs, bei dem der Skilehrer den SkiGo einsetzen kann. Also das ist jetzt nicht, um Skifahren zu lernen für die Anfänger, sondern eher, um es weiter zu verbessern. Nein, es geht beim Anfänger schon los, dass der ein gewisses Bewegungsgefühl vermittelt bekommt, eine Idee bekommt, wo steht er, wie muss er sich bewegen, beziehungsweise wo muss er sich hinbewegen. Und auch für fortgeschrittene Fahrer oder Könner gibt es immer noch Merkmale und Elemente, die es zu verbessern gilt. Da kann der SkiGo auch ansetzen. Also vielen Dank, eine der großen Innovationen hier auf der ISPO 2010. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken und zu sehen in 15 Hallen, Aussteller über 2000 Stück. Bis Mittwoch kann man es noch erleben, allerdings für die Fachleute eher gedacht, diese Messe. Aber wer weiß, vielleicht werden Sie dann in den nächsten Jahren eins von diesen Produkten ja im Sportartikelladen finden. Und damit zurück von Riem nach Freimann ins Studio zu Annette Beetz. Danke, Anja.